Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Kranke Mathilde. Genau. Oh, die Kranke. Die breiten Masten im. Also heute wird alles angesagt, Brückenbau. Ups! Ist die jetzt schon gerade? Ach, du machst das schon. Was hast denn da gemacht? Oh ja, die Frames waren zu lang. Ich habe keine Unterstützung gebaut und haben sie krach, krach, krach gemacht. Krach, krach, krach. Böse Frames. Böse, böse, böse. Man muss in regelmäßigen Abständen eine kleine Stütze bauen. Sonst kracht das Ganze ein. Ist das jetzt die Mitte oder einfach nur... Ich weiß das noch nicht. Ich wollte erst mal gucken. Ich baue hier einfach schon mal gegen an. Es wird auf jeden Fall nicht so wahnsinnig tief, weil das kann wirklich sehr, sehr anstrengend sein, wenn man richtig tief tauchen muss. Geht auf die Ausdauer. Ups. Komm ich nicht hoch. Also irgendwas Beruhigendes, die Frames einfach reinzuballern. Ja. Ah, früher hat man immer auf dem Bau gesagt, Stein auf Stein. Hier sagt man Frame auf Frame. Der Kinderarbeit. Wer will fleißige... Soll das Handwerker sehen? Der muss zu uns Kindern gehen. Weil das Kinderarbeitslied. Dann war das so Stein auf Stein, oder? Das Häuschen wird bald fertig sein. Irgendwie sowas. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kenne höchstens noch irgendwas mit Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Oder so. Ja, Safran macht den Kuchen leer, ne? Dass ich eine Unterstützung strebe. In die Breite machst du die Unterstützung streben ja auch mit, ne? Ja, aber ich will erstmal gucken, wo ich überhaupt auf der Dings lande, auf der Insel. Ja, mach du erstmal. Ich mache hier erstmal einen bereit. Ich muss ja eh jetzt gleich Holz machen wieder. Hab kein Holz gleich mehr. Wenn ich nur Holz hätte, hätte ich mir jetzt Leitern gebastelt. Dann müsste ich jetzt nicht einfach hier zurückschwimmen. Du bist ja pfiffig. Ja, aber leider habe ich keine dabei. Kein Holz. Das ist schlecht. Oh, da ist ja ein richtig großes Gebäude. Vor der anderen Seite. Geh nur Wasser. Ich glaube, auf der anderen Seite war irgendwo eine Stadt, aber... Ja, sieht so aus. Boah, da wird der Heinrich erstmal die Axt schwingen müssen.
Nicht die Rohrzange, die Axt. Besser ist das, wenn du Bäume fällen möchtest. Ja, haben wir das schon? Da ist die Rohrzange nicht so hilfreich. Haben wir das vorhin, was wir heute machen, also haben wir das mit dem Zurücklaufen erzählt? Nee, ne? Nee, wir haben nur gesagt, dass wir Brückenbau machen. Ja, aber wir werden auch noch wahrscheinlich nachher so um 12 zurücklaufen und unsere alte Basis für die Rote Nacht vorbereiten wieder. Achso, ich dachte, wir rennen Tag 14 los. Achso, können wir auch machen. Nein! Weil die Nacht fängt ja eher erst um 12. Was ist passiert? Ach, mir ist wieder was eingestürzt. Achso, ich dachte, du bist jetzt ertrunken oder so. Was Nein. Ernstes. Oh, wo sind die Bäume? Gib mir Bäume. Ich brauch Bäume. Und Nester. Das ist schon leer. Jetzt eine Kettensäge. Oh, das war bei Forest schön, als ich bei Forest endlich eine Kettensäge gefunden habe. Ja, die Bäume sind gefallen, das glaubst du gar nicht. Aber die Dreckskannibalen kamen dafür heute wieder vorbei. Obwohl, die Zombies sind ja auch Kannibalen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich meine, sie wollen Menschenfleisch fressen und da sie ursprünglich Menschen haben, würde man das als Kannibalismus bezeichnen. Gut, dann sind wir uns ja einig. Wie viele Frames hast du noch? 191. Also werden wir noch welche brauchen. Und zur Not für die andere Ecke brauchen wir eh welche. Naja. Aber bis zur Insel reicht es auf jeden Fall. Ja, das ist erstmal wichtig. Dann geht das Laufen ja schon mal zur Insel schneller als mit dem Schwimmen. Ja, das sowieso. Aber bisher hat sich, glaube ich, hier noch kein Zombie blicken lassen, oder? Doch, ich habe vorhin ein paar getötet, also am letzten Tag. Ja, ich glaube einfach, dass sie wegen schlechtem Wetter zu Hause bleiben. Schlecht Wetter? Bei mir ist strahlender Sonnenschein. Bei mir regnet. Ist ja schön zu wissen, dass bei dir Sonnenschein ist, dann komme ich auch gleich zu dir. Nebenbei ein bisschen Bäumchen pflanzen.
Na, ich kratze so gerade den Rand der Insel. Kann man natürlich dann hier schön am Rand auch wirklich lang führen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Dann ist das so eine durchgehende Brücke. Ja, jetzt kommt das schlechte Wetter auch bei mir an. Haha, jetzt komme ich auch zu dir. Und bring das schlechte Wetter mit. Toll. Ja, bei dem schlechten Wetter kann ich die Insel gar nicht mehr sehen, ey. Ja, gut, dass da eine Brücke ist. Ja, wenn ich das so sehe, würde ich hier, wenn du jetzt bei mir guckst, rechts nicht weiterbauen, dann eher links. Nö, kannst du ruhig rechts machen, das passt schon. Ja, rechts mache ich hier einmal weiter, ne? Aber dann noch nicht mehr. Doch, doch, das geht schon, wenn die nach rechts ist. Ich habe da schon so einen Plan. Bau die nach rechts aus, nicht nach links. Du hast da so einen Plan. Das ist ja, ja. Ich glaube, ich weiß deinen Plan. Du willst denn so eine Insel vorbeiführen und geradeaus weiter zur nächsten? Genau. Ja, aber das, ich würde erstmal die hier ausbauen, dann die andere können wir später machen. Oder, Mathilde? Ja, ja. Mhm. Ja, ja heißt, wie hatten wir es in letzter Folge? Popo, ja? Leck mich am Popo. Ah ja. Mhm. Nein! Was hast du getan? Heinrich! Ich habe da Frames dran gemacht. Als nächstes sollte ich hier zur Unterstützung noch Unterstützungsframes. Erst kommen. Unterstützung, dann die Frames oben. Mama mia. Können sich ja hier einstellen. Toll. Ach, scheiße, wie im Wasser. Ich muss das hier ein bisschen anders machen. Jetzt ist das alles so flach. Muss ich das ein bisschen schräg nach oben machen. Es kommen, bleiben die Zombies an der Brücke hängen und hauen die Brücke kaputt. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Also, erst Unterstützung und dann Verbindung. Richtig. Ah, hier sehe ich auch noch was von dir, was eingekracht ist. Vielleicht könnten wir auch einen Brücken-Highway bauen, so über die Brücke, so. So ein Highway, so ein Weg, so nochmal so schräg hoch, wie bei der Autobahn, so eine Kurve. Ach, da. Ah, da müssen wir hin.
So, und weiter geht's. Verbindungsstücke. Ja, du kannst sie auch gerne schon ausbauen. Nee, das ist auch noch langweiliger. Ausbauen ist langweilig. Ich baue bis zur Insel, dann habe ich die Schnauze voll von den Frames. Dann hacke ich da erstmal Steine. Mach das. Weil dann habe ich eh keine Frames mehr und dann müsste ich ja eh dann wieder Holz hacken. Ich bin jetzt übrigens schon fast auf der anderen Seite. Also bist du schon quasi an der Insel vorbei. Ja, schon längst. Ja, der andere Weg ist kürzer, ne? Ja, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt erstmal nur die Stützbalken gemacht habe. Okay. Ja, und da es hier so flach wird, ist es ja auch, kommen wir auch schneller voran. Also wir hatten das schon anders, dass das hier noch richtig tief war und dann auch die ganze Zeit. Das macht dann weniger Spaß. Ja. Aber Mathilde ist ja unsere Brückenbauerin, die hat da richtig Spaß dran. Ich freue mich schon, wenn wir mit unserem Moped da drüber heizen. Oh, ich auch. Auf Mopeds allgemein freue ich mich schon. Ja, ich auch. Ich bringe die Zombies im Bauplan, das wäre immer nett. Ja. Ich hätte gerne Munition und halt einen Bauplan für die Taschenmotorräder. Ja. Steht so auf meine Zombie-Wunschliste für die blutrote Nacht. Einige haben ja manchmal was Brauchbares dabei. Ja, stimmt. Eine Kettensäge, aber eine gute. Wenn man gerade beim Wünschen bin, so ein Erdbohrer könnte ich auch gut brauchen. Oh ja, ein Erdbohrer wäre auch mal ganz cool. Hatte ich noch nie einen fertigen. Ich glaube, wir hatten mal einen gefertigt, aber nie benutzt. Oder wir hatten doch mal so ein Zwergenbergbau-Basis gebaut im Berg. Da weiß ich noch, wir hatten dann einmal gefunden oder so, und den haben wir aber nie benutzt. Nur mal kurz angetestet. So, ach, da könnte man mit bauen. Das Problem war, wir hatten unsere ganzen Räumlichkeiten im Berg ja schon fertig. Ah, okay. Und darum haben wir den dann nicht benutzt. Aber einmal angeschmissen und gucken, was passiert ist, haben wir gemacht. Ich gehe einmal ganz kurz zu dieser Stadt, die ich da gesehen habe, mit dem großen Gebäude, das wir die auf der Karte haben. Ja. Mach mal. Ich bin jetzt auf der Insel und hab keinen Bock mehr. Hast du so einen Hochweg gemacht? Ja. Aha. Oh, mir ist kalt. Hier ist es etwas frischer als an der alten Basis. Das könnte auch daran liegen, dass ich noch zu 60% nass bin. Hm.
Flugzeug. Ah, ich hol den Drop. Ja, mach mal. Ich habe noch 61 Frames, was mache ich damit? Na, du kannst ja noch die Brücke ein bisschen weiter ausbauen. Ja, ich weiß ja nicht, wie du es machen willst. Also hier, ich mache einfach hier dieses Stück weiter. Wenn du das so weitermachst, dann bricht es gleich ein. Danke. Bitte. Du kannst etwa 7 oder 8 Frames in einer Reihe machen, bevor es zusammenbricht. Hab jetzt nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte so, ja, du hast schon alles vorbereitet. Ja, ich baue immer von beiden Seiten. Also, ne, ich baue erst von der ersten Seite ein Stückchen und von der zweiten Seite, dass die sich in der Mitte begegnen. Du verstehst? Ne. Nichts verstehe ich. Musst du auch nicht. Kaminski, du. Ach komm her, machen wir es anders. Also hier ist auf jeden Fall wieder eine große Bücherei. So, so wo wir die eine mal übernachtet haben bei der? Genau. Oder? Boah. Gehe ich jetzt aber nicht rein, da gehen wir schön zusammen rein. Ich will ja nur so ein bisschen die Stadt einmal sichten. So eine lustige Baustelle ist ja auch hier. Lustige Baustelle? Ja, wo man Spaß haben kann und sich ganz leicht die Beine bricht. Eine lustige Baustelle. Haben wir das mal gezeigt? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht. Das könnten wir auf jeden Fall mal machen, weil die war wirklich recht abenteuerlich. Ja, das, das müssen wir machen. Aber, wie gesagt, erstmal später. Ja, klar. Ich werde ja nur so ein bisschen berichten, was es in der nahegelegenen Stadt so gibt. Oh. Zum Beispiel auch ein Pillenladen. Oh, tatsächlich Poppenpilz. Wieso dachte ich immer, dass das Pop-O-Pilz heißt? Weiß ich nicht, also. Und hier ist auch ein kleiner Buchladen, den schaue ich mir gleich an. Vielleicht haben wir ja Glück. Wird ja mal Zeit, dass wir Glück haben. Ja. Ah, das wird reichen. Eieiei. Es sind auf jeden Fall ein paar Leute in der Bücherei. Ich meine, ist klar, in der Zombie-Apokalypse guckt man, ob man irgendwelche Bücher findet, die einem beim Überleben helfen könnten. Boah, die letzten Bestseller-Romane. How to become a Last-Minute-Prepper. Ja. So war es ungefähr. Ach, die letzten 14 Frames, scheiß drauf. Auf zum Drop. Auf zum Atem. Auf zum Atem, genau. Oh, was ist denn hier los? Zombie-Horde im... Im Wasser, ja. Wow. Oh, dann kommt mal her. Hoffentlich machen die Brücke nicht kaputt. Ja, darum wollen sie wieder zu mir kommen.
Jetzt müssen wir einen Brücken-Relaunch machen. Und die da auch höher machen. Die sind ja hier so mitten im seichten Gebiet. Alles Gute, sie sind echt langsam. Weil das Wasser hält die immer ganz schön auf. Das ist ganz nice. Boah, er zappelt so sehr, dass ich vorbeischieße. Dafür kriegst du jetzt hier Mr. Bass auf den Kopf. Nur echt mit der Mr. Bass-Garantie. Okay, jetzt. Ach, da kommen wir noch mehr. Ach, schon wieder das dumme Jahr. Auf den Krankenschwestern im Wasser. Na, komm zu mir. Nichts dabei haben hier. Oh, wie lange braucht ihr denn? Saftladen. Also der kleine Lad. Ach, das ist gut für Pistolen. Mano, immer wenn ich ein rotes Buch sehe, denke ich, ja. Ja, hast du schon gefreut und dann... Ja. Niet. Oh Gott, hat der mich erschreckt. Oh, wie fährt man da noch im Wasser? 1, 2, 3. Die sind auch so tief, das dauert noch. Ja, ich renne jetzt rüber und hole unser Loot. Könnte ich von hier weg snipern. Wir sind schon weit weg. Wir gehen auch woanders hin, beachten mich nicht. So habe ich es am liebsten. Die kleinen Dreckigen. Mir ist zu heiß. Wie geht das denn? Ich bin doch gerade im Wasser. Saftladen. Scheißverein. Keine Bücher für die Mathilde. Nein. Aber ein Wildbrett, ein Topf, immerhin. Barney könnte ich langsam auch gebrauchen. Also in echt, ich habe langsam Hunger. Ja, langsam meldet sich der Magen. Was sagt meine Figur? Und der liebe Heinrich hat ja heute für uns gekocht. Ja, ausnahmsweise. Das geht noch alles. 60er, 70er Bereich, das geht noch.
Ja, die Mathilde ist immer noch krank. Oh, ein Nest. Ach, der Drop ist ja richtig auf die auf der Straße gelandet. Hätte man so schön vorbeifahren können. Kaninchen auch gerade gesehen. Plan für Erdbohrer. Ach, habe ich schon. Scheiße. Ich dachte erst, es ist ein Erdbohrer, aber es ist nur ein Plan. Ja, das wäre echt ulkig. Pornofilmtheater. Pornofilmtheater? Ja, da steht Adult Movies. Also. Ach so. Habe ich nie drauf geachtet. Ich dachte immer, es wäre normales Kino oder so. Ja, wenn da extra Adult draufsteht, wird das wahrscheinlich ein Porno-Kino sein. So vermute ich einfach mal. Nee. Hier ist doch eine Höhle. Die Dinger, die so eine Bunkertür haben? Ja. Waren das auch Bunker? Ja, es waren diese Erdlöcher, diese größeren. Jetzt haben wir hier noch ein Fire Department. Nee, ich dachte, es gab im Spiel wirklich Bunker. Nee, das ist eigentlich nur eine Höhle hinter einer Bunkertür. Aber es ist gut gesichert. Außen Beton. Richtige Stahltür. Hier ist noch ein Wetter. Aber das fällt Heinrich nicht auf. Ich komme rein. Zu euch. Nice. Ich sorge dafür, dass ihr nochmal tot werdet. Nochmal stirbt. Oh, es hat Sicht. Südlich der Stadt ist übrigens noch ein See. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, wir haben hier unsere, also. Ach, ich schau, glaube ich, gleich einfach mal in eins dieser Häuschen hier rein. Ja, und ich bringe dir Nitrat mit. Nitrat sei es schon. Pilze, ja. Sehr gut, denn Pilze braucht man für Wildbret-Eintopf. Ja, und ich brauche Nitrat. Später. Aber wenn ich schon mal hier bin. Muss immer aufpassen, die Mitte bricht ja immer so zusammen. Hm. Nicht, dass du nochmal erschlagen wirst. Ja, einmal reicht mir. Ich gucke mich erstmal weiter um, bevor ich hier weiter hacke. Wieder eine Tussi, die mir auflauert. Böse Tussi. Das lauert die auch auf, das ist ja, hat ja gar nichts zu machen. Ah, ne, finde ich auch voll doof. Ja. Eine Munitionskiste mit einem Erdbohrer drin oder eine Kettensäge, das wäre geil. Kettensäge. Nein, militärische Phase. Kann man später auch gebrauchen.
Da kann man sich Klamotten draus machen. Ja, ich weiß. Kerzen nehme ich noch mit, die kann man auch immer gebrauchen. Dann haken wir noch so, so viel wie geht. Fuck. Und dann bricht die Insel. Oh, das war knapp. Kriecher, Alter! Los, töte ihn! Puh, ich muss mich gleich erstmal verbinden hier. Erstmal ein bisschen Lamm. Lamm? Rindfleisch. Ich habe was zu essen. Da muss ich was trinken. Und dann verbinde ich mich nochmal. Dann geht's mir gleich wieder besser. Oh, hier ist mal nicht die Decke eingekracht. Aber ich bin weg. Immer so zum Einkaufen. Gibt es hier noch einen Keller? Nein, in diesem Haus gibt es keinen Keller. Na egal. Dauert mir zu lange. So. Ja, mit meinem Bunkerchen bin ich fertig. Kann denn weg, was kann denn weg? Ah, ich mach mich auch langsam mal auf dem Heimweg. Ja, ich auch. Muss ja noch halb durch den einen Teil des Sees schwimmen. Ach, den Baum noch. Den Baum noch. Naja, haben wir auch schon mal wenigstens so die Verbindungsstücke für die Brücke fertig gemacht. Also ist das schon mal. Ja. Ja. Dann haben wir direkt schon mal einen Zugang zur Stadt. In der Stadt haben wir wieder eine große Bücherei und dann einen Abenteuerspielplatz auf einer Baustelle. Aber am nächsten Tag müssen wir erstmal zurück zu unserer anderen Basis zurück. Ja, damit wir da den und dass wir dann entsprechend auch möglichst viel Zeug wieder mit zurücknehmen. Ich glaube, die Vorbereitung müssen wir nicht sein. Ich glaube, wir werden dann wieder zur blutroten Nacht dann durchstarten. Ja. Ne? Nach der blutroten Nacht alles einsacken, was geht, und dann schon mal wieder Gesundheit umziehen. Gesundheit. Und ich würde jetzt sagen, wir machen hier auch ein Break. Na. Und ich mache jetzt nur ein bisschen Hackepeter hier. Ich bin auf dem Heimweg. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentare, Likes, Abos, alles hinterlassen. Ich würde mich freuen. Mathilde auch. Ja. Kleine Katze würde sich auch freuen. Ja. Meine Axt würde sich freuen. Alle würden sich freuen. Also hinterlasst ein Abo, Likes, Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.